getragen hat. Bitte. Ja, ich bin ja also weitgehend ja schon vor der Operation von allen Seiten kontaktiert worden. Der Herr Präsident Havel ist also eingeliefert worden mit einer akuten Baucherkrankung, und zwar chirurgischen Baucherkrankung. Wir haben noch einige ergänzende Untersuchungen gemacht und haben dann die Anzeige zum dringlichen Eingriff, zur dringlichen Operation, zur notfallsmäßigen Operation gestellt. Diese Entscheidung hat sich als richtig herausgestellt. Es war ein Durchbruch des Dickdarms im Bereich eines sogenannten Divertikels. Das sind so Ausstülpungen. Ein solches Divertikel hat sich entzündet gehabt, ist dann primär nach hinten hin durchgebrochen und sekundär in die freie Bauchhöhle. Und damit tritt natürlich Darminhalt in die Bauchhöhle aus. Und es entsteht im Laufe von Stunden eine kotig-eitrige Bauchfellentzündung, die äußerst lebensgefährlich ist. Und das hat eben bedingt, dass wir dringlich heute noch die Operation durchgeführt haben. Ich habe schon gesagt, die Operation, also diese Diagnose hat sich als richtig herausgestellt. Wir haben das erkrankte Teilstück des Dickdarms entfernt. Und die Erkrankung hat nichts zu tun mit den Vorerkrankungen, die der Herr Präsident Havel hatte, wie man weiß.